Als nächstes möchte ich dir ganz konkrete Arbeitsschritte mit PickPick zeigen. Vorher zeige ich dir noch einmal, wie ich das Programm starte, wenn es schon gestartet ist. Das wäre hier, ich klicke mit der linken Maustaste drauf, wähle mir das Programm aus und hier habe ich das Auswahlmenü. Ich kann jetzt hier auf Bildschirmfoto gehen und kann mir jetzt aussuchen, welche Bereiche des Bildschirms ich aufnehmen möchte. Ich könnte hier zum Beispiel den gesamten Bildschirm mir auswählen, nur einen Teilbereich, einen festen Bereich oder eine Freihandauswahl. Wie das funktioniert, werden wir uns gleich anschauen. Ich werde mir jetzt etwas einblenden und dieses Bild werden wir dann abfotografieren. Ich gehe jetzt zum Firefox, habe mir hier schon eine Webseite eingeblendet, das wäre hier die Webseite der Stadt Wels. Ich gehe jetzt hierher, öffne jetzt hier dieses PickPick-Menü, drücke die rechte Maustaste, gehe wieder auf Bildschirmfoto und wähle mir hier jetzt diesen Bereich aus gesamter Bildschirm. Der gesamte Bildschirm wird abfotografiert und das Programm PickPick wird geöffnet. Ich maximiere jetzt dieses Fenster und ich habe jetzt hier die gesamte Seite, die gesamte Webseite abgebildet. Ich könnte jetzt hergehen und dieses Fenster dann etwas weiter bearbeiten und könnte dann zum Beispiel hergehen und hier einen Bereich auswählen. Diesen Bereich hier zum Beispiel. Jetzt ist dann dieser Bereich markiert, drücke die rechte Maustaste, klicke auf Ausschneiden. Dieser Bereich wird hier ausgeschnitten. Dieses Bild, das hier eingefügt würde, könnte ich jetzt hier schließen, aktuelles Bild schließen. Möchten Sie die Änderungen speichern? Nein. Und habe jetzt hier noch ein anderes Bild, das mache ich jetzt zu. Und könnte jetzt hier, weil ich hier das eine Bild noch in der Zwischenablage habe, könnte ich hierher gehen auf neues Bild. Klicke auf OK. Und mache jetzt hier rechte Maustaste einfügen. Und dieses eine Bild sehen wir hier, wie es dann, das ich vorher eben ausgeschnitten habe. Ich gehe wieder in den Firefox zurück und rufe jetzt hier eine andere Seite auf. Wir sind hier gerade bei YouTube. Ich gehe wieder zum PickPick-Programm, wähle hier jetzt als Bildschirmfoto einen Bereich. Wähle hier Bereich aus. Du siehst schon, es hat sich der Mauszeiger verändert. Ich kann jetzt mir ganz fix einen bestimmten Bereich auswählen und ziehe mir jetzt hier diesen Auswahlbereich auf. Und wenn ich dann die linke Maustaste, die ich gerade gedrückt habe, loslasse, ist dann jenes Bild, das ich ausgewählt habe, bei mir hier dann gelandet. Ich kann auch weitere Bilder auswählen auf eine andere Art und Weise. Ich gehe wieder in den Firefox zurück, rufe wieder hier das PickPick-Programm auf und wähle mir jetzt als Bildschirmfoto zum Beispiel die sogenannte Freihandauswahl. Es verändert sich hier wieder mein Mauszeiger und ich könnte jetzt hierher gehen und könnte zum Beispiel mit gedrückter linker Maustaste anfangen, hier dieses Baby zum Beispiel leicht auszuschneiden. Ich schließe jetzt das hier, lass los und es landet genau dieser Bereich dann herinnen und der Rest ist dann weiß invertiert. Das heißt, ich habe jetzt hier drei Bilder, die ich auf die unterschiedlichste Art und Weise dann hereingeholt habe. Dann kann ich darüber hinausgehen, ich wähle mir wieder den Firefox aus, kann ich mir überlegen, dass ich einen sogenannten Fotopodcast mache. Das heißt, ich nehme Bilder gleicher Größe und werde die dann in einem anderen Programm dann hintereinander in rascher Folge dann einblenden. Und dazu müssen diese Bilder dementsprechend immer eine bestimmte Größe haben. Ich werde mir jetzt diesen Podcast hier zum Beispiel einmal genau anschauen, wähle mir eine andere Stelle in diesem Podcast hier zum Beispiel, gehe dann herein zu PickPick, wähle mir jetzt als Bildschirmfoto einen festen Bereich aus hier. Dann werde ich gefragt, welche Größe das sein soll und ich wähle hier dann 320 x 240. Das kann man hier einstellen. Klicke auf OK. Und ich habe jetzt hier einen Bereich, der über den Bildschirm wandert und dann fix immer eingeblendet wird. Wenn ich jetzt die linke Maustaste drücke, landet dieses Bild hier. Und ich gehe jetzt dann wieder in den Firefox herein, spiele an einer anderen Stelle zum Beispiel, gehe jetzt hier herein, wähle mir wieder Bildschirmfoto, fester Bereich aus. Ich bleibe hier bei dieser Einstellung, lege dann wieder das Koordinaten. Also die Auswahl richtig fest, klicke wieder linke Maustaste, dann habe ich schon das zweite Bild in dieser Größe. Mache das Ganze jetzt dann noch einmal, ich gehe wieder in den Firefox herein, wähle mir das hier wieder aus, wähle wieder einen festen Bereich,
gehe jetzt nochmal daher vielleicht, wenn man andere Stelle vom Video aus. Das hier zum Beispiel, klick auf OK. Es ist wieder der feste Bereich da. Und ich habe jetzt drei Bilder, die ich dann abspeichern könnte mit einer gleichen Größe. Und die kann ich dann verwenden, ganz bequem, um einen Fotopodcast zu erstellen. Also wenn du einen Fotopodcast erstellen möchtest, eine Fotostory, dann immer mit dem festen Bereich die Fotos dann festlegen und sie abfotografieren.